So, CeBIT 2016, Industrie 4.0. CeBIT 1995 hat das hier erstmal ermöglicht. 7Load, Kiwi-Ego, Dailymotion und 7Load. Und wir waren alle involviert. Und Dudi Community war eine wahnsinns tolle Geschichte. Dann kam Google, kaufte alles auf. Ha! Sony. So, heute wissen wir, die Mogule, Samsung, LG, haben das Sagen. Sie bringen uns 3D, klauen uns 3D. Du musst 8.000, 9.000, 10.000 ausgeben für die allerneuesten Fernseher. Frage, siehst du auch 4K? Nein. Deswegen zeigen wir auch heute kein 4K. Wir haben heute mal wieder HD. Wir haben in HD aufgezeichnet. Wir haben auch das letzte Video mit Till Schweiger in HD aufgezeichnet. Damals vor einem Jahr. 4. 5. September 2015 und die Flut kam. Die Flut ist da. Hurra. Wir wissen nicht genau, was los ist. Es ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr ist vergangen und plötzlich machen hier Hubschrauber. Ja, wir hatten ganz viele Hubschrauber hier. Die Polizei, Bundespolizei hat jetzt hier irgendwas da am See, am Weiler See und Stadt Essen etc. Und die Bundeswehr war auch da. Ich habe auch vorhin einige Bilder gesehen, dass die Amerikaner mit ihren Doppeldeckern bzw. Superhubschrauber Sikorsky zufälligerweise über die Baumwipfel fotografiert, gefilmt wurden. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. So, wir sollen uns 10 Tage bevorraten. Frage, wieso? Gestern noch wieso gesehen. Wieso? Wieso hat aufgeklärt, dass im letzten Jahr, 2015, einige Geldscheine gedruckt wurden, also einige volle LKWs von der Gelddruckeinheit in D-Mark. Es wurden D-Mark gedruckt, frisch. Wieso? Wer die Sendung wieso gesehen hat, also ganz schnell. Wieso zeigt uns, dass Deutschland angeblich aus der EU will? Ob das stimmt, wissen wir nicht. Till Schweiger macht uns fertig, so richtig fertig, fast ein ganzes Jahr haben wir nur Till Schweiger. So, Till Schweiger hat Geld bekommen, Till Schweiger war in der Türkei, Till Schweiger hat den Film gedreht, Till Schweiger hat den Tatort gezeigt, hurra, hurra, wir wissen nicht mehr. Keine, also 10 Leute haben sich, glaube ich, den angesehen, im Kino. Er hat es ja nochmal versucht, ein Tatort gehört ins Fernsehen, nein, Till Schweiger gehört nicht zum Tatort. Wer Bruce Willis, einen deutschen Bruce Willis darstellen will, soll sich irgendwie einarbeiten, es auf den Weg bringen und uns alle überzeugen. So, die AfD hat uns auch nicht überzeugt, die wird uns auch vielleicht nicht hier in NRW überzeugen. Wir sind zwar keine Anhänger mehr von der SPD, weil wir keine Kumpels, keine Verkäufer mehr sind. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, NRW geht ja so den Bach runter. So, in den wilden 60er, 1966, war hier, wie gesagt, eine Stille. Eine richtige Stille. 1966. Da wäre so manch einer zwischen 12, 25, 15, 45 gar nicht da. Ist so. Ihr wäret vielleicht gar nicht da, weil dann hätten wir hier, hurra, hurra, den dritten Weltkrieg. So, jetzt schreiben wir das Jahr 2016. Eine sogenannte Rotation an der Ostgrenze soll stattfinden, Rotation, also Dauerbetrieb der Soldaten. Dann hören wir, dass in der Türkei wir nicht hin dürfen. Ja, es darf da nicht besucht werden, die Soldaten. Also merkwürdig. Das Jahr 2016 ist merkwürdig. Die Macht ist erwacht im Star Wars Bereich. Walt Disney macht richtig Geld. 2,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahre 2015-16. Jetzt kommt Rogue One, der erste Kriegsfilm von Star Wars. Merkt ihr? Also irgendwie ist da so eine Art Disney-Luft überall. Auch bei den Politikern. Also letztes Jahr, 2015, mit Asyl, erwachte auch die Macht bei Star Wars. Und Till Schweiger legte los. So, heute, 2016, ist der erste Kriegsfilm mit Rogue One. Hm? Auch wieder Disney-Kriegsfilm. Ne? So, Todesstern. So. Hier tanzen dann die Polizisten in den Büschen mit den Soldaten. Wir sollen uns 10 Tage bevorraten und so weiter und so fort. Sie steht immer so da, kann mal sehen, wo wir wollen. Oje, oje. So, es ist alles geblieben auf eine Art. So, ich finde es super toll. So, die haben gewählt. Die AfD 21% hochgerechnet, die SPD 30% und 19% runtergerechnet.
CDU. Schön und gut. Fakt ist, SPD, CDU regieren weiter. So, AfD will einen auf laut machen. Toll, in Wirklichkeit verdienen die neue Geld, ne, nicht. So, SPD zum Beispiel, die Nahles, Frau Nahles, hat noch nie gearbeitet, ist aber Arbeitsministerin. Eine Person, die noch nie gearbeitet hat. So, wenn ich mich jetzt zurückblicke, also wenn ich zurückblicke, Kind der 50, 60er Jahre, der beim Film auch groß geworden, zwar hinter der Kamera, nicht vor der Kamera, der halt heute vor der Kamera, weil er jetzt alt genug, wer jetzt, also wo jetzt 60 Jahre des Lebens, Lebenserfahrung, 60 Jahre Lebenserfahrung, weit über 40 Jahre Berufserfahrung, wenn das alles so zusammenfällt, kommt man auf einen Nenner. Was geht bei euch ab? 12, 25, 15, 45. Ja, was geht ab? Ihr seid mit Pokémon nicht groß geworden, sondern wir. Wir haben euch Pokémon verkauft und jetzt spielt ihr Pokémon auf eurem Smartphone. Einige Smartphones explodieren gerade, es waren aber nur 35. 35 bekannte von 2,5 Millionen verkaufte in China, Japan, Amerika. Was sagt uns das? 35 explodieren von prozentual 2,5 verkauften. Egal. Samsung 7. Richtig. So, natürlich kommen so Witzeleien. Jetzt macht iPhone den nächsten mit noch explosiveren Energiekörpern. Also Batterien. Spaß muss sein. Also, was hatten wir? Von 2015 bis jetzt, also vom 4. September bis zum 4. September 2016, hat uns Till Schweiger in den Ohren gelegen, aber gewaltig. So, jetzt liegt uns die AfD in den Ohren, aber gewaltig. Disney kam mit 2,2 Milliarden, die Macht erwacht. War eine tolle Geschichte. Und jetzt kommt Rogue One, der erste Kriegsfilm. Und irgendwie komme ich auf einen Nenner. Ich komme auf einen Nenner. Ja? Die Macht erwacht. Asyl, Islam, Türkei. Ja, Star Wars wird weiblich, immer weiblicher, jetzt wieder eine weibliche Darstellerin. Letztes Jahr eine weibliche Darstellerin. Und in den alten Teilen hat man so, wenn man Leia betrachtet, die auch weiblich etc. 2016 war an sich ein schönes Jahr. Da ist noch nicht vorbei, ist richtig, noch 16 Wochen. Noch 16 Wochen, dann ist auch 2016 vorbei. Heute in 10 Tagen ist auch wieder der erste Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr war es 20 Tage, also wieder auch immer alles kürzer. Also am 4. September 2015 wurde er mit Asyl, war 20 Tage später der erste Weihnachtsmarkt auf, wie jedes Jahr, traditionell in Ratingen. Ja, jetzt halt am 10. Hurra, die Luft ist ein bisschen besser, der Sommer war ein bisschen merkwürdig. Es war alles so ein bisschen merkwürdig. So, und man hat diese Leute, die da gekommen waren, wohlgemerkt, wir hatten echt Ärger da. Es waren über 1000 in einem Gebäude, die sehr viel Randale gemacht haben. Also von diesen 1000 waren sofort bei uns in der Uni in Essen, haben da stibitzt, so richtig, so waren stinksauer, dass die Polizei vorbeigekommen und hat denen die Ware entzogen. Ist klar, gab Ärger. Über 300 saßen auf der Alfredstraße, Altendorfer, Entschuldigung, auf der Altendorfer Straße zwischen 97 und 101, da in dem Gebiet, saßen die da und haben da Protest durchgeführt, weil sie 300 Euro haben wollten und was die alles wollten. Ja. Also das Gebäude hat man geräumt, das Gebäude existiert nicht mehr, jetzt haben wir ein Dorf. Ja, wir haben ein Dorf, ja, die Straße runter, 2000 Meter runter, in der Hamburger Straße haben wir ein Dorf, da sind die jetzt alle und da sind also auch schon etliche festgenommen worden wegen Diebstahl, Einbrüchen und vor allen Dingen Vergewaltigung an Jugendlichen. Ja, Grugabad, Grugabad, Grugabad. Da ging wohl richtig was ab. Ja, da ging richtig was ab. Aber nicht nur da. Jetzt am Wochenende, wo die Wahlen waren, hatten wir ein kleines Volksfest in der Stadt Essen. Und auch da, hurra, hurra, wurden etliche festgenommen wegen Grabscherei. Und alle kommen so, ne, genau, kommen angereist. Ne, das sind die Angereisten. Vor einem Jahr. Lieber Till Schweiger, darüber sprichst du nicht, was jetzt in einem Jahr war. Du hast uns angepöbelt. Du hast uns niedergemacht. Wir wurden als Pack
Gabriel hat mitgemacht. Das Allerbeste bei Herr Gabriel war derjenige, welcher, der gesagt hat, mit Herrn Til Schweiger zusammen, ich weiß nicht, ob ihr das vergessen habt, aber habt ihr alle vergessen, die Medien wollen ja irgendwie die Wogen glätten. Also Til Schweiger und Gabriel, könnt ihr euch noch erinnern an so einen Tresen? Die haben gesagt, wir schaffen das. Die haben gesagt, wir bauen hier. Wir machen eine Foundation. Wir zeigen euch, wie das alles richtig geht. Das war vor einem Jahr. Ob dieses Video jetzt nochmal mit 100.000 Klicks und was weiß ich, bitte, eure Beschimpfung lasst sein, das bringt alles nichts. Das ist Quatsch. Wir kommen aus einem Bereich, wo wir uns unterhalten haben. Wir kennen keinen Spoiler. Wir kennen nur Unterhaltung. Wir kennen nur Recherche. Wir gucken uns das an, hier, sagen wir mal, hier im Reich der Sinne. Dann gucken wir mal an, was meint ihr denn im Reich der Sinne? So, wenn wir wissen, was das ist, können wir das dann auch verbreiten. Weil jetzt nur ein Zufall hier. Ja, an sich hier so eine lustige Flight Girls, ne? Das macht viel mehr Spaß mit Weibchen, ne? So, die sehen ja auch nach was aus. Jetzt stellt euch mal vor, die sind alle zu. Alles zu. Ja, so eine schwarze Garde, alles schwarz. Also wir hatten sowas, ich weiß bis heute nicht, wie ich da oder was ich da fotografiert habe. Ich habe sehr viele gehabt, die hier ganz normal reinkamen und hinten im Studio sich dann umgezogen haben und dann musste man sie so fotografieren. In ihrem Islam. Also ich verstehe das nicht. Also wenn ich Islamist bin oder wenn ich einer Religion angehöre, dann trage ich die Kutte, aber ich ziehe mich nicht um. So, das ist auch so ein Fragezeichen, wieso das also das war. Also das Jahr war lustig. Es kommen Menschen rein, die wirklich fanatisch, so Fanatismus, auch unsere Väter, dessen Väter, deren Väter, hatten Fanatische. Das war der Faschismus. Adolf Hitler und Co. So. Heute, fast 80 Jahre vorbei, sollten wir doch mal sagen, ob nur Adolf Hitler als Wein, als Bier, ist doch Wurst. Ja? Oder als Figur. Ja? Da hinten in der Ecke steht zum Beispiel Putin als Figur. So groß. Putin. Kann man kaufen. Sein bester Freund Stalin sitzt daneben. In seinem Stuhl. Ja, kann man alles kaufen. Ja, frei kaufen. Kann man alles frei kaufen. Auch Hitler. Hitler kann man in allen Variationen kaufen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Jung, alt, ganz jung als Maler. Mit Armbinde, ohne Armbinde. Gibt's alles zu kaufen. Mittlerweile dürfen wir auch sein Werk lesen. Ja? Redet auch kaum einer drüber. Mein Kampf. Ja, es gibt so viele Bücher, die Menschen geschrieben haben, die sind uns nicht aus dem Kosmos angeflogen. Vor kurzem hat man eine zweite Erde gefunden, die angeblich uns angefunkt. Wenn ich jetzt dieses Video hochfahre, dauert das 98 Jahre, bis es dort angekommen ist. 98 Jahre würde dieses Video dauern, bis die, welchen da in der anderen Erde da, die uns angeblich ein Radiosignal gesendet hätten und haben und was weiß ich. Ich weiß nicht, was los ist. Darauf ende ich jetzt. Ich komme jetzt mal einfach zum Ende. Also, Til Schweiger hat uns niedergemäht, ja, aber richtig. Hatte sich einen Freund gesucht, diesen Herrn Gabriel. Hat eine Foundation gegründet. Hat uns gesagt, wie das funktioniert mit Asyl. Hat uns die Integration beigebracht. Til Schweiger ist auf den Dächern von oder in der Türkei rumgeirrt, mit Kamera etc., hat ein wahnsinns super geil Tatort gedreht, fast 900 Tote oder so, ja? Gefühlte, davor hat er 200, 300 umgelegt, also der sogenannte Bruce Willis für Arme. Til Schweiger hat uns im Jahr 2015 mal so richtig aufgeregt. So, im Jahr 2015 ist dann Han Solo verstorben und hat uns dann wieder runtergeholt. Ja? Da waren wir alle geschockt. Wir warten immer noch auf Karibik 5. Darauf warten wir immer noch. Man hört und sieht nichts. Man hat ihn hier, Johnny Depp, in einer Klinik, in einer sogenannten Krebsklinik gesehen, wie er da diesen Kindern frohlockte. So, da war jemand, der das auch macht, aber im Bereich Star Wars. So, der junge Mann im Bereich Star Wars, dem fiel alles aus den Augen, wie er das gelesen. Ein Pfarrer.
ein Pfarrer hat sich aufgeregt, dass ein Sternenkrieger, ein Sturmtruppler in voller Uniform in eine Kinderklinik für Krebskranke, also krebskranke Kinder, dort, da, die Kinder und so weiter. Also wir hatten ein Hammerjahr, würde ich sagen. Asyl, Thema, Schauspielerei, Schauspieler, Komparsen.de, Filmpool.de, vor allen Dingen Til Schweiger und dann die gesamten Sendungen, wo der überall war. Wir wurden als das Pack beschimpft. Wir wurden so richtig vom Leder gezogen. Und jetzt haben wir die AfD. Jetzt haben wir die AfD, die da einen erzählt. Die haben, ja, die Pomeranzen da, Wismar, Weimar, also an der Küste da, an der Ostseeküste, die haben 0,2%. So, also der Til Schweiger hat ja dafür gesorgt, dass das, ne, Asyl, aber ne, dieses Bonbon haben wir jetzt ausgepackt. Ich habe euch vorhin erklärt, was hier so abgeht oder abgegangen ist. Ja, 0,2%. Man sieht dort überhaupt keinen dort, wo gerade gewählt wurde. Hier in NRW, wo wir gerade 70 Jahre die Hochzeit Operation Mirage in London gefeiert haben. Nordrhein-Westfalen wurde zusammengeschweißt aus allen kleinen Teilen, ja, Ruhrgebiet etc. pp. Und die wurden dann, ja, die Nordrheiner, die Westfäler und so weiter, wurden zu einem Gemisch. Auch Köln gehört dazu jetzt und so weiter. Ja, die Stadt Essen, Kulturhauptstadt 2010, gehört auch dazu. 70 Jahre hat Frau Hannelore Kraft gefeiert. Geschickt hat sie mir ein Buch aus Schwarz-Weiß, oder aus Schwarz wurde bunt. Ja, so ein Wälzer kann man mir. Ich kenne es ja, ich bin hier groß geworden. Ich bin in den 50ern groß geworden. Ich meine, Stahlnetz wurde auch in Schwarz-Weiß gedreht. Aber ich kann diese weißen Kinderwagen, der war nicht weiß, der war beige. Aber egal, das war ein beiger Kinderwagen und meine Mutter trug einen beigen Mantel und das war eine Perücke. Damals trug man halt Perücke. So, man schub mich da den Limbecker hoch. Es wurde ein Teil in Krai gedreht und so weiter und vieles wurde dann hier in der Stadt Essen gedreht. Später wurde dann Hans-Joachim Felmy gedreht. Der ist hier. Tatort hier in der Stadt Essen. Ruhrgebiet vermisse ich. Das alte Ruhrgebiet. Ich vermisse die alte Gruke. Als Kind, 10 bis 15, konnte man da wunderbar, war Action, Action-Spielplatz. Wir hatten schon Abenteuer. Wir haben Abenteuerspielplatz, davon redet ja auch gar keiner. Wir hatten ja diese Abenteuerszene. Ja, Abenteuerszene. Ach, das, wir hatten Gondeln, ja, mit Stäben, ja, aus Metall, konnte man da. Wir hatten Pfähle, wir hatten einen riesen See, wo wir unsere Schiffe haben fahren lassen können, funkferngesteuert. Also unsere Kindheit war nicht so schlecht hier im Ruhrgebiet, absolut nicht. Wir trugen Lederhosen, Knickerbocker, also mehr Lederhosen, ja, trugen wir in 50, 60 Jahren. Als Kinder, wohlgemerkt. Und 66 war das hier so leise, dass ich mich heute noch frage, wow. Ja, Schweinebucht war auch 66, also es war hier richtig was los. 79 war auch richtig was los. So, kommen wir zum Kern. Die Frauen haben Revolution gemacht, sind frei. Ja? Heute können wir uns alles anschauen. Sexualität ist frei. Schwule heiraten, Lesben heiraten. Wir sind frei. Wir sind frei. So, und jetzt kommt 600 Jahre, ich meine, Spektakulum oder Mittelalterspielchen. Ritterspielchen, ja, den Grafen vom Berg hier spielen durfte ich auch, den Graf vom Berg, ne? Der hat seinen eigenen Sohn die Hand abgehackt, ne? Die waren damals schon brutal, aber der Sohn hat ja seiner Mutter aus der Kasse das Geld geklaut, also die Münzen. Daraufhin hat der Vater, der Ritter vom Berg, der Chef hier vom Ruhrgebiet, ja, der hat hier etliche Burgen, hier um die Ecke, Burg Altendorf, dann Richtung Waldnersee steht eine Burg und natürlich Iserlohn und seine Hauptburg in Solingen, ne? Graf von Berg. So. Also
Brauchen wir das? Ich meine, brauchen wir Körper abhaken, Hände abhaken? Vorhin habe ich gelesen, hat man 9 Jugendliche mit einer Kettensäge öffentlich niedergemacht. Ich habe mir in diesem Jahr angesehen, wie man Hunde lebendig hochzieht, kickt, irgendwo hinschießt, auseinandernimmt, den Kopf absägt. Ich habe kleine Kinder gesehen, die mit so einem Messer durch die Gegend rennen. Also das ist jetzt also eure Zukunft. Also das findet ihr geil, ja? Ihr 12- bis 25-Jährige und ihr 15- bis 45-Jährige. Also das findet ihr super. Ihr findet es also super, auf der Kö in Düsseldorf Pokémon zu spielen. Ihr findet es geil, Köpfe abzuschneiden. Ihr findet es geil. Was ist denn geil? Ich weiß es nicht. 90-50 Göllner, die Sendung, die zig Stunden läuft jeden Tag, findet ihr geil. Ich meine, Komparsen sollen ja auch Geld verdienen. Ja? Script Entertainment, lesen das, dann machen die das. Geil. Filmpool, auch geil. RTL, also die Dummheit ist ja für RTL der Hochgenuss, denn die verdienen daran. Okay. Web-TV und Fernsehen der alten Zeit, wo wir Bildungsfernsehen hatten. Ja, ich meine, ist heute für euch alles nicht vorstellbar. Ja, den Herrn von Dietfurt, die Sesamstraße im Original, Telekolleg. Ich weiß nicht, warum ihr auf uns rumhackt, die jetzt 50, 60 sind oder schon drüber. Wir also sind schon zweimal durch eine Tür gegangen, wo wir uns 30 Jahre aufhalten können. Wir sind durch eine Tür gegangen, wo 30 drauf stand. Und wir haben uns 30 Jahre wohlgefühlt, zweimal. Zweimal sind wir durch die Tür, da stand drauf, 30 Jahre musst du da aushalten, egal was auf dich zukommt. So, jetzt machen wir die dritte Tür auf. Jetzt müssen wir nochmal 30 Jahre aufhalten. Na gut, ich werde mit 90 nicht da vor dieser Kamera stehen. Also wenn ich jetzt es schaffen sollte, heute, 4. 5. September 2016, anno knack, in 30 Jahren vor der Kamera zu stehen und das Ganze nochmal aufzurollen, ja? Dreimal 30 Jahre aufzurollen, eine Kulturhauptstadt, die vorher die Stadt Essen war, mit Kaufhäusern, nicht Malls, ja? Mit Fachgeschäften, Familienfachgeschäfte, ja, wo man einkaufen konnte, wo man sich mit dem Verkäufer unterhalten konnte. Hallo, Familienfachgeschäfte, wo man hier so ein Final Cut kaufen konnte, in die Hand nehmen, darüber reden, ja, wie teuer ist denn die, ja? Ist der Film denn gut, ja, kann man da mal eben reingucken, ja, so war das. Bei Mediamarkt Saturn klappt das nicht, darfst du weder anfassen, weder aufmachen, ja, oder sonst was. Gibt Ärger. Und angucken schon mal gar nicht. Ne? Ja, so war das aber. Die Familienfachgeschäfte. Da konnte man auch Püppchen kaufen. Ja? Da gab es noch Freundschaftsbücher. Ja, die gab es. Freundschaftsbücher. Willst du mit mir gehen, 7 Schatten gehen und so weiter. Ja, hast ein Mädel gefragt. Heute stehst du 30 Sekunden zu lange an dem Mädel hier. Oder an ihn hier. Ja, dann stehst du so 30 Minuten zu lang, ne? Und dann halt, die sind guck mal, die beiden Schwulen da, ne? Ja, ist so. Früher, die Männer, da finde ich aber toll, dass du das machst. Ja? Ja, das waren noch Kerle, waschechte Kerle waren das. So, Piraten, war echte Piraten. Heute nennen die sich politisch Piraten oder die Partei, auch so ein Brei. Ich bin euer ABM Movie. Und ich bin schon sehr lange dabei, über 40 Jahre. Und Manta Manta ist schon lange vorbei. Das Auto existiert auch nicht mehr. Der andere Spielfilm habe ich leider vergessen, der wurde in Elmt gedreht. Da bin ich einen grünen Puma gefahren. Elmt ist kurz vor Remont. Wir haben auf diesem Gebiet der britischen Hoheit ein Stück gedreht. Das erkennt ihr heute auch nicht mehr wieder. Ist alles verschroben, aber es war eine tolle Geschichte da. Richtung Elmt, Richtung Remont. Dort wurde gedreht. Ich habe leider den Namen vergessen. Einer vom Trio hat da den Polizisten gespielt und der aus Trio, der Drama, ist leider verstorben, hat auch gespielt. Also das waren unsere Polizisten. Ja? Komme ich jetzt ins Fernsehen. Ingolf Lück, genau, so war das.
Die Szene mit dem Fahrstuhl, wo der Smart eingebaut und da rauskam, war auch in einem gewissen Kaufhaus. Dann haben wir hier nochmal in Mülheim gedreht. Was war da? Der Clown, richtig, der Clown. Hier in Mülheim, Rhein-Ruhr-Zentrum. So, das waren so Geschichten aus dem damaligen Fundus. So, wir schreiben heute 2016. Da wird nichts gefilmt, weil dies Jahr nichts gemacht wird. Ich habe also keine Lust, keine Fotosession, keine Filmsession. Hier waren so viele Komparsen. Ein Komparse, der hat auch sein Alter, da drehen wir bald, weil er ein Beatles-Fan. So, er hat für den WDR die Beatles-Sache auch schon gemacht. Das ist der Peter Rüb. Er schreibt jetzt sein Buch über. Er hat ein Buch geschrieben über Ruhrgebiet. Er hat ein Buch geschrieben über die Gruger, weil da ja vieles los war. Jetzt schreibt er halt ein Buch über die Beatles, weil er ist ein Beatles-Fan. Er ist halt etwa 10 Jahre, ich muss mal fragen, also er ist sicherlich 10 Jahre älter wie ich. Ja, ich will nicht zu alt machen, um Gottes Willen. So, aber wie gesagt, wir sind für komparsen.de, filmpool.de. Ja, das hier ist so ein Filmpool-Drehort, wenn die das brauchen, dann wird hier zugemacht, dann drehen die hier. Wird dann halt umgebaut, die Kulissen gestellt. Und das jetzt hier ist ja für The Star Wars Show Deutsch, also die Star Wars Show Deutsch. Ich bekomme so abends, also nachts meist, so am Donnerstag eine E-Mail bzw. eine Videomail von dieser original kalifornischen Show, The Star Wars Show. Und ich versuche sie dann zu verdeutschen. Das könnt ihr dann unter Sammelfiguren TV sehen. Ja, jetzt bin ich aber weggeschliffen. Ist klar, Til Schweiger ist ja nicht mehr so im Fokus. Man regt sich auch nicht mehr so auf. Aber ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, ein Jahr zurück, wie Til Schweiger uns aufgemischt hat, ja, und er bei den Dreharbeiten in der Türkei war und diesen Film uns dann ins Kino gebracht, anstatt ins Fernsehen. Wahnsinn. Seine Foundation, ja, die nie entstand. Seine Grundstücke, nie entstand. Er hat noch nie einmal einen bei sich aufgenommen. Hat auch noch nie Kernkontakt gehabt. Der liebe Til Schweiger. So, der Herr Grönemeyer, der uns ein Lied 2010 gebaut hat. Für die Kulturhauptstadt 2010. Das Lied kennt keiner. Man bekommt es nicht. Ich habe vor kurzem, deswegen springe ich ein bisschen. Weil in diesem Jahr ist ja eine Menge passiert. Extra 3 hat er die A42 gezahlt. Da habe ich extra 3 den Herrn Ehring gefragt. Nur, wie gesagt, man kann fragen, man kann sich unterhalten, aber ob die Lust oder Laune haben, über die Wahrheit zu, will ja keiner. Die Wahrheit will ja keiner, so ungefähr. So, die A40 war viel mehr los. Ich meine, Tor, er müsste schießen, sowas hängt da alles. Und hat zig Millionen, 3 Millionen gekostet, das Ganze. Wir hatten Richtung Bochum, hatten wir ein riesengroßes Aushängeschild, wo man durchgucken konnte, um sich die Perspektive anzusehen. Aber meine lieben Freunde, okay, die A40 ist ein Schleichweg, auch der Ruhr-Schleichweg, also die Ruhr-Schleichweg. Und trotzdem hast du keine Zeit, durch so einen Bilderrahmen da zu schauen. Wir haben Boulevard Beitz auch, lauter Bilderrahmen, wo du dich dann hinstellen kannst. Dann kannst du, also das ist bewegbar, da kannst du alles hingucken und so. Ne? Wo der Boulevard Beitz ist, war früher das Kanonenwerk von der Firma Krupp. Da wurden Kanonen hergestellt, Bomben hergestellt, Granaten und so weiter. Das ist jetzt der Boulevard Beitz. So, die, auf der linken Seite ist immer noch verseucht alles, da darf nämlich gar nichts gebaut werden. Auf der anderen Seite, wo mal Rewe war, wird ja jetzt neues Territorium gebaut. Da sollen natürlich teure Läden hin, beziehungsweise auch Wohnräumlichkeiten. Die Frage lautet nur, ob die Wohnräumlichkeiten da die neuartigen Deutschen, also Asyl bedeutet ja ein neuer Deutscher. Ne? Ein neuer Deutscher mit Hintergrund. Ob es Afghanistan, aus Syrien, keine Ahnung. Ne? Kommen die alle her. So. Ich verstehe nur nicht, dass marokkanische Frauen da loslegen mit ihrem Islam. Verstehe ich nicht. Ich habe auch Syrer hier, der hat sie sich erklärt. Der ist 1985 hier erschienen in der DDR. Hat in der DDR seinen Asylantrag. Ist dann mit der Mauer 89 hierhin, hier im Ruhrgebiet. Ja, ist immer noch nicht eingedeutscht, man versteht ihn. Also ist noch und so weiter. Ob die, ich keine Ahnung. Also ich frage mich jedes Mal, also wenn ich Not habe, kommt Notarzt,
dann gehe ich doch nicht in den Notarztwagen da und sage, da bleibe ich jetzt, da mache ich mich jetzt bereit. Ja? So. Manchmal habe ich auch gesagt, meine lieben Freunde, Frau Merkel hat euch vor einem Jahr habt ihr gesagt, komm, wir machen eine Party. Ja? Einmal so versucht, lustig zu sein. Das war eine Party. Frau Merkel wollte euch Eisbein, Sauerkraut und die Knödel vorstellen. Ja, sie kamen ja alle über Bayern rein, über München. Nein, kamen ja alle rein da und wurden dann verteilt. Und dann flippte Frau Hannelore Kraft aus. Ey, 500 pro Tag mal 5, seid ihr verrückt? Wir haben über 500.000, die hier wohnen. Müsst ihr durch 1.000 teilen. Somit ist durch 1.000 geteilt weit über 500.000, die hier leben und wohnen in dieser Stadt. Genau waren es, glaube ich, 564.000 geteilt durch 1.000 mal 3. Also ich habe sozusagen 3,25 Menschen hinter mir mit anderssprachigem Modus. Jeder. Ne? Also er hier hat 3. Also wir haben so 3 Personen. Wenn ich das jetzt hochrechne, 5.700 in Merkel, Vorpommernland da, Wismar, Weimar, Rhabarberkirchen, 0,2%. 0,2%. Nordrhein-Westfalen fast 40%. Boah, Hammer, Hammer. Ne? Und weltweit betrachtet haben wir ja 40% reingelassen. Wir haben 40% reingelassen. Also vorher hatten wir den Ärger mit Griechenland. Ne? So, dann wurde da gedealt. So, irgendwie sind die da, keine Ahnung. Weil der Grieche wollte plötzlich Geld aus dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwas war da. So, und dann haben wir ganz viel Geld. Geld, ja. Könnt ihr noch erinnern? Also, fangen wir mal an. Autokrise, ganz viel Geld. Bankenkrise, ganz viel Geld. Aktienkrise, ganz viel Geld. Regenschirme, was weiß ich nicht alles. Verpackt, ey, so ein verpackt hier, komm, kriegst du Kohle. Verpackt, eingetütet, kriegst du noch einen Regenschirm drum, einen Regenmantel. 14, 15, war ja richtig, 13, ab 13, genau. 20, 13, 14, 15, so. Vorher war ja die SPD und die Grünen dran. Die Grünen sollten wir jetzt eintüten, fangen wir ja schon mal mit an. Ne? Grüne Tüten haben wir gestern schon rausgegeben. Einpacken, eintüten, ab zur Natur. Tschüss, Kompost. Ende aus, Mickey Mouse. Die Zeit der Rollkragenpullover und Sonnenblumen und Strickmuster vorbei. Grün weg. So, demnächst haben wir SPD, CDU, CSU und die AfD und ein bisschen links. Ne? So, irgendwie so. Und wenn die Linken keinen Bock mehr haben, werden sie auch zur AfD. Vielleicht im Jahr 2020. Wer weiß. Ihr merkt, es war ein Jahr. Ein Jahr unter Till Schweigers. Juhu. Till Schweiger, Gabriel, SPD. Der wollte Vizekanzler werden. Jetzt ist Ruhe. Aber wird, weiß ich nicht. Ja, CDU. Wahnsinn, Prozent. Wahnsinn. Frau Merkel, Wahnsinn. Die Raute. Wahnsinn. China, der G-Gipfel. Der größte Dealer-Gipfel aller Zeiten. G20. Da sind die Dealer. Die dealen hier um die Welt. Punkt Welt. 500 superreiche Familien haben wir hier in Deutschland. 500 superreiche Familien haben wir hier in Deutschland. 10% vom Ganzen sind reich. Sind wirklich reich, 10%. 90% kloppt sich. Kloppt sich um alles Mögliche. 90%. Komisch. Diese 90% gehen aber nicht her und sagen, wir machen jetzt eine bürgerliche Partei. Wir haben keine Lust mehr auf diesen 2:4 Vertrag von 1990. Ja, den sollte man sich auch mal durchlesen. Wir wollen jetzt ein neues D. Okay, die Argumente sind ja richtig. Die Amerikaner, weiß ich nicht, ob die Lust hätten, das Land zu verlassen, beziehungsweise ein Bundesland zu verlassen. Hier waren die Tommies. Die Tommies haben uns verlassen, außer in Elmt, da sind sie noch stationiert. So. In der Ecke kurz vor Remont, kurz vor der Niederlande, ist auch noch der Zoll. Also gehen die da nicht so weg. Also sind auch da. Nur keine Armee mehr, also keine Panzer etc. Ne? Leichte, keine Ahnung, was die da machen. So, also wir sind hier auf Hoheitsgebiet britisch. Haben auch britische Ehe gefeiert, 70 Jahre NRW. Wir machen jetzt nur noch Führungen hier. Ne? Wir führen alle rum. Hier ist mal grob das Grubshaus. Boulevard Beitz und so weiter. Ne? Kanonen, Dingsbums, Kirche wurde das und das gemacht. Hier ist der Bach,
den sieht man überhaupt nicht, aber hier läuft ein Bach lang. Ne? Den sieht man überhaupt nicht, aber dann erklärt man denen, dass hier der Mühlenbach mal, ne, und die Mühle und das Weltwunder da, was da steht, der Hallbachhammer und solche Sachen. Ja, ist nur noch alles Geschichte. 1966, Geschichte. 2016 wird auch Geschichte. Aber erst in 2017. 2017 NRW wählt. Und Bundestag wählt. Und da in so einem Landtag wählt jetzt am 18. Berlin wählt jetzt in 2016 am 18. Wow, wow, wow. Aber man hört und sieht nichts von Til Schweiger, denn der schweigt jetzt wirklich. Ja. Ja, so. Eine Menge. Ich merke schon, ich verfalle Dieter Nuhr so in der Richtung. Wie Dieter Nuhr da. Bin aber nicht Dieter Nuhr. Ich mache jetzt Schluss. Mir fiel nur ein Jahr. Vor einem Jahr, Til Schweiger hat uns so richtig warm auseinandergenommen. Ja, und dann kamen sie alle. Ja, und ja, jetzt kommen sie immer noch. Ja, jetzt kommen sie nur aus Afrika. Italien wird überschwemmt. Italien hat Erdbeben, aber nur weil Fusch am Bau. Hätten die bessere Fundamente und hätten die auch die Fundamente so gebaut, dass sie für so ein Krisengebiet ausreichend wären, wäre vielleicht auch nicht so viel passiert. Weit über 200 Tote. Wäre vielleicht geringfügiger, vielleicht auch gar nicht so extrem. Zum Beispiel Fusch am Bau, Asyl, Geld, also auf Deutsch Geld, egal. Immer so ein Päckchen hier, Autokrise wird geholfen, Bankenkrise wird geholfen. Krise, Griechenland wird geholfen, ja. Beste Engländer, und da kommen wir jetzt zum Schluss, da habe ich Frau Hannelore Kraft auch gefragt. Die hat mir dann halt, wie gesagt, das Buch geschickt, Schwarz wie Bunt. Fakto, die Hochzeit NRW, britische Hoheit, habe ich auch Spaß gefragt. Sind wir dann nicht in Nordrhein-Westfalen im Brexit? Hin und wieder macht man ja so einen Spaß und fragt. Und fragt nach, aber könnte es sein, man recherchiert, man sieht, man guckt, man formuliert. Und dann stellt man fest, kriegst keine Antwort, kriegst ein Buch, schwarz wird bunt. Ja? Und wenn man sich seine Kinderbilder da ansieht und nachdenkt, wo man schon überall war, an welchem Set man gestanden, mit wem man halt gesprochen. Und die Jugend war ja auch zum Beispiel Bud Spencer, Terence Hill, der Bud ist auch von uns gegangen. Auf meinem Geburtstag zum Beispiel ist auch eine große Größe gegangen. Szymanski, die Filmfigur ist weg. Ja, man kannte seinen Vater, Hans-Georg, und jetzt Georg und seine Figur Szymanski wurde gestern auch gezeigt. Irgendwas mit Kind lief da. Szymanski war da auch, keine Ahnung, 40 oder so, war ziemlich jung hier in Duisburg. Hatte man eine uralte Folge von ihm gezeigt. Ja. Ich meine, der war ruhiger. Zwischendurch hat Grönemeyer was erzählt wegen Asyl, hat aber auch keinen aufgenommen. Der Beste war nochmal und bleibt nochmal Til Schweiger. 2015 ist Han Solo von uns gegangen. Wann Teil 5 kommt, weiß auch keiner. Für alles ist Geld da. Es geht ruckzuck, wie so ein Geld hier, so Geldbarer. So. Autokrise, kein Thema. Bankenkrise, kein Thema. Ne? Also alles, was mächtig ist, Griechenland und Co., macht die Euphorie froh. Ne? Türkei kriegt auch, ach, oh Gottes Willen, Türkei kriegt ja jetzt wieder so ein Paket. Ne? Wie viel? 6 Milliarden? Wie viel brauchst du? 12 Milliarden? Ach, herrlich, herrlich. Merkt ihr? Okay, meine Freunde, ich weiß nicht, ob dieses Video 100.000 Klicks bekommt. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Wollte an sich nur sagen, dass heute vor einem Jahr Til Schweiger uns richtig genervt hat. Und dass heute vor einem Jahr so ein Videoclip, 100.000 Clips, dafür möchte ich mich jetzt nach einem Jahr nochmal bedanken. Es hat natürlich vieles gegeben. Ich weiß nicht, ob ich Kommentare freigebe. Ich riskiere es einfach mal. Ich gebe frei. Guckt. Beim Sondersender NRW TV Ultra HD, na bei Ultra nicht. Bei Sondersender NRW TV ist auch pleite,
hat Frau Hannelore Kraft auch mal wieder versemmelt. Die hat das ja auch immer Schirmherr da. Also NRW-TV in Düsseldorf hat eingestellt. Tschüss. Uns gibt es seit 1995 AWH Movie, freie Medien. Seit 1995 bei YouTube-Kanal. Ne, kommen Web 2.0, Web-TV. Web-TV gibt es auch immer noch. Das ist ein Live-Sender. Hat aber einen Türke aufgekauft. Geht jetzt auch über die Türkei. Ist mehr türkisch. Ultra-D Web-TV gibt es leider gibt's immer noch. Aber nur im Web. Aber Uprom TV könnt ihr bei Astra mal eben eingeben. Das müsste 90 Grad Astra war es. Gibt es leider auch nicht mehr. Aber der Name müsste noch, also der Name müsste noch aufleuchten. Ultra, also ne, Ultra-D Web-TV gibt es. Und diesen Uprom TV. Du bist TV. War eine tolle Geschichte. Waren auch tolle Leute dabei. Hat viel Spaß gemacht. Von 1995 6,8 Millionen Zuschauer gehabt. Auch die Schattentänzer. Wir haben im Studio gedreht. Wir haben Leute von der Straße geholt. Eine Band zusammengebastelt. Daraus die Schattentänzer gemacht. Wir haben Filme gedreht im Studio, also im Tonstudio. Ja? Geschichten aus dem Proberaum. Du glaubst es kaum. Ja, war eine tolle Sache. So, ich bedanke mich. Also sollte jetzt nur einer gesehen haben, freut es mich. Einer. Na, ist klar. Ich hätte jetzt auch live drehen können. Wisst ihr, geht ja, ne? Viele drehen ja jetzt live. Ne? Aber live bedeutet immer noch Verantwortung. Also wer live dreht, dann hätte ich das jetzt live gedreht mit mehr Verantwortung, mit mehr Skript, mit mehr Text, mit mehr drumherum. So. Also ihr seid jetzt hier immer noch im Studio. Nur ein anderer Winkel. Das ist nämlich jetzt für Star Wars, die Star Wars Show Deutsch. Und Sammelfiguren TV bei Facebook und bei YouTube. So, ich mache mich weg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ob ich nochmal irgendwann irgendwie, weiß nicht. Ich habe kein Interesse mit irgendwelchen politischen Sachen mich zu konfrontieren. Ja, ich sehe mir gleich irgendwie, also wir sind jetzt mehr bei Sci-Fi. Ja, der Sender heißt so SYFY Sci-Fi. Guck mir da die Sendung an. Heute ist Montag, der 5. September 2016 um 20:15 Uhr kommt die Wiederholung, um 21 Uhr kommt dann die nächste Folge und spielt auch im Weltall. Die dritte Staffel kommt auch bald. Die Klonkrieger kommen bei Sci-Fi wieder, Star Wars kommt wieder. Sci-Fi hat festgestellt, dass sie mit Star Trek da nicht so, haben sie mehr abgegeben nach Tele 5. Tele 5 bringt jetzt Star Trek. Wer bringt denn da noch Star Trek? Noch so ein Sender. Also von morgens bis abends siehst du da Star Trek. Ja. Und die Trekkies sind ja auch nicht mehr so. Nach den 70ern ist das ja auch. Jetzt ist Star Wars, aber kommt auch demnächst. Über ABC kommt eine Realserie von Star Wars. Momentan ist Star Wars halt am Hype. Ja, also macht richtig Schotter. Ja. Habe ich keinen Film hier, kann ich euch keinen zeigen. Ja. Das war's. Ein Jahr. Til Schweiger hat uns so richtig pow, in die Fresse gehauen. Wir können nicht damit umgehen. Auf eine Art hat er recht. Wir können auch damit nicht umgehen. Aber er auch nicht. Ne? So wie ich gehört habe, verlässt er uns. So wie ich gehört habe, will er nicht mehr drehen. Oder er dreht nur noch, aber er nicht mehr selber vor der Kamera. Also vieles hört man, vieles weiß man nicht. So, wir wissen jetzt, CDU hat nur 19%. SPD hat 30%, AfD hat 21%. Ja, in Wirklichkeit haben die Arbeitsplätze sich geschaffen. Diäten können sich jetzt hochschrauben. Politik wird schon lange nicht mehr gemacht. Also kann mir keiner erzählen, dass das Politik ist. Also Wehner, ja, Genscher und davor, ja, Schmitti und so weiter. Und davor Willy Brandt und davor, ja, Also, ich glaube, die rotieren alle. Ja, vielleicht ist die Genforschung ja so weit fortgeschritten, dass sie Herrn Kohl zurückholen, wer weiß. Vielleicht klonen sie den gerade und dann kommt Herr Kohl wieder. Ja, irgendwas passiert immer. War ein Scherz, war ein Scherz. Ich mache mich jetzt weg, ja?
Und wie gesagt, wir sind ja heilfroh, dass Til Schweiger schweigt. Wir sind heilfroh, kapiert zu haben, was Asyl bedeutet. Heute ist es der heilige Montag. Ich weiß nicht, was die Pegida da in Dresden fabriziert. Ich glaube, montags laufen die immer auf. Wir haben jetzt ein Jahr Schreckensbilder gesehen. Ein Jahr, überwiegend im Osten, nicht im Westen. Ihr habt keine Schreckensbilder gesehen hier aus Nordrhein-Westfalen. Ihr habt keine Schreckensbilder von uns hier gesehen. Stattdessen, natürlich hatten wir auch. Wir hatten auch Randale, jetzt am Wochenende, habe ich schon erklärt. Wir haben vieles, vieles. Also unsere Jungs haben viel und unsere Mädels auch, haben viel zu tun mit Festnahmen. Grugabad, Grugabad, ich komme aus deinem Grugabad. Ja, da ist auch vieles los. Aber das Wetter ist ja jetzt ein bisschen gruselig. So richtig warm ist es nicht. Und somit schließt auch bald das Grugabad. Und bald haben wir im Kino Star Wars. Es kommt kein Til Schweiger Tatort ins Kino. Ob der nochmal einen Tatort dreht, weiß ich nicht. Also, 2017 weiß ich nicht. Ob ich am 4. September 2017 vor die Kamera trete, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht versprechen. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt hier 100.000 Clips wird. Also Klicks wird. Ja. Bin ein bisschen müde und werde so langsam lustlos. Ach, das Thema schlaucht. Ist hier Asyl schlaucht? Hier Kohle schlaucht? Ne? Es schlaucht. Und ich mache jetzt Schluss.